Ja, und liebe Sascha, unsympathisch, hat heute auch während meinem Livestream, also während dem Livestream von auf YouTube, ein weiteres Video hochgeladen, und zwar 12 Uhr Sportplatz ohne Treten. Ich bin gespannt. Ja. Leute, beschwert euch nicht, was sonst 12 Uhr Sportplatz ohne Treten, ist Bescheid. Gut. Und Heute ist wieder so ohne Beißen und ohne Haare ziehen, ne? Auch nicht erlaubt. weit. Luca hat mir eure Beichten zukommen lassen. Das heißt, wir schauen heute mal so nach, was der ein oder andere unter euch so verbrochen hat. Ach du, das ist schon ein Überfall! Oh, das ist Scheiße! Ach, das ist vom letzten Video. Roman, die Justin, wie er sich von der Spinne erschreckt, dass er eigentlich ein Storch war. Ja. Erstmal danke für den Support. Das Charity-T-Shirt ist komplett ausverkauft und wird auch so in der Form nicht mehr wiederkommen. Ich bin gespannt, mit wem ich als nächstes ein T-Shirt machen werde. Ich würde sagen, erste Beichte. Let's go. Ich, männlich 14, beichte, dass ich in der Schule gemobbt werde, weil ich bei Papa Platte Sub bin. Lösch dich. Die war nicht einfach, Digga. Ich, männlich 19, beichte, dass meine Schwester unterm Tisch steckt. Was? Unterm Tisch stecken geblieben ist. Okay. Okay. Step, Bro, I'm stuck. Can you help me, please? Oh, Benny, hi. Den bann ich einfach weg, Digga. Ich, männlich 18, beichte, dass meine beste Freundin mir ein auf Snapchat geschickt hat und dann original meinte: Sorry, Bruder, war nicht an dich. Kurze Schweigesekunde für einen gefallenen Oh. Bruder. Oh, beste Freundin. Die Community und ich. Hey, aber ist doch voll der Win eigentlich. Er ist eigentlich, wenn du bist gut befreundet, seine beste Freundin, und sie schickt ihm ein Nude. Ist doch Win. Ich meine, er weiß ja eh, dass er sie nicht bekommt, aber wenigstens hat er Not bekommen. Ist doch ein guter Deal so. Okay. Wir glauben an dich. Ich, männlich 17, beichte, dass ich 2 Stunden vorm PC in deinem Shop gewartet habe, nur dass ich sicher gehen kann, dass ich das neue Shirt bekomme. Obwohl ich genau wusste, dass es erst um 18 Uhr im Shop ist. Hä, was? Hoffentlich hast du keins bekommen. Wir, männlich 20 und beichte. Alter, das ist ja so ehrenlos, Sascha. Danke fürs Follow, Funny Anna. Dankeschön. Und Luca auch. Hi, hab ich gleich schon gesagt. Dankeschön. Ich 19 beichten, dass wir regelmäßig den Unge-Stream um 20 Uhr anmachen, um dann einfach. Ich, männlich 25, damals 16, war mit Kollegen im Laufhaus in Essen. Sie wollten mir ausgeben und ich war kurz vor rein in die Olga. Rein in die Olga! Auf einmal kam ein enger Freund meines Vaters aus dem Zimmer. Da hat er sich gegönnt. Ich schiebe seitdem Angst, dass mein Vater Wind davon bekommt. Ich bin Moslem und habe Angst gesteinigt zu werden. Was? Ach, im Laufhaus. Der war in einem Puff. Okay. Auf einer Skala von 0 bis zu Haram ist diese Geschichte zu Haram. Ich, männlich 18, beichte, dass ich 1500 Euro Schulden bei Freunden habe und ich die hätte bezahlen können. Da ich etwas gewonnen habe. Jedoch habe ich alles wieder verspielt. Oh, Mann, ey. Deswegen, so viel Geld auch verleihen an Freunde, das würde ich nie machen. Nie im Leben. Nicht süchtig. Knossi. Also wenn man mit 18 Jahren 1500 Euro Schulden hat, bei Glücksspiel das ganze Geld wieder reinholt und dann wieder verzockt, dann machst du alles richtig. Ich, männlich 18, beichte, dass ich mich in die Dorfmatratze verliebt habe. Sorry, Problem ja, ist, dass muss. Jedes Mal, wenn ich es mit ihr mache, an meine Kumpels denken muss, die bereits auch was mit dir hatten. Kann es nicht mehr genießen. Ja, so geht's da hier. Ich hatte mal, kurze Real Talk Story. Ich hatte mal beim Astro Sommerfest, habe ich ordentlich getrunken, ne? Wasser viel. Und habe dann an dem Abend ein Mädel mit nach Hause genommen. Und dann, also ein Kumpel von mir hat uns nach Hause gefahren und hat sie bei mir, weil sie nicht, weil eigentlich wollte sie bei Freunden übernachten und haben die aber nicht aufgemacht. Da hat der Kumpel gemeint, ja, wir fahren nicht dann zu mir. Und dann habe ich gesagt, ja, du kannst auf meiner Couch pennen, damals habe ich noch ein Wohnzimmer hier. Und ja, dann ist das halt eskaliert so auf der Couch und am nächsten Tag hat mich mein Kumpel wieder abgeholt, weil wir irgendwie, was sollten wir machen? Wir wollten irgendwie essen gehen oder ausnüchtern oder sowas. Und ja, er mir erzählt, ja, dass er mit ihr auch schon was hatte. Und dann habe ich mir gedacht, so, yo, also jetzt kann ich mich, jetzt fühle ich es gar nicht mehr so. Schön, danke, jetzt hast du mir es vermiest quasi.
Und ich dachte so, nein, das war mein Ding genau da drin, wo Seins auch drin war. Nein, ich konnte es danach nicht mehr genießen. So, ich habe danach eh nichts mehr zu tun gehabt. Das Lustige war ja auch, die kam danach zusammen mit einem guten Kumpel, also damals war es ein guter Kumpel, kam es mit ihm zusammen und das war auch unangenehm, aber ich habe mit ihm nichts mehr zu tun. Nicht deswegen, aber generell nicht so. Und ja. Ja, war eine Situation aus meinem Leben, die ich nicht die beste war, aber es war, ja, ich kann das gut mitführen hier, das wollte ich damit sagen. Ich kann nicht weiter vorlesen, sorry. Ich melde mich 21 bei... Aber das Gute ist halt, ich wusste es nicht vorher, so, vorher wusste ich es nicht, ich wusste erst danach, das heißt, ich habe währenddessen nicht an meine Kumpels denken müssen, an meinen Kumpel, das wäre noch wieder gewesen, halt erst danach habe ich gedacht so, oh nee, Alter. Zum Glück. Dass ich, nachdem ich mich von meiner Ex getrennt habe, etwas mit ihrer besten Freundin hatte. Beste Idee, Bro. Daraus ist dann eine Beziehung entstanden. Oh. Als diese Beziehung dann auch vorbei war, gab es miesen Terror. Sie hat Autoreifen zerstochen, Lack zerkratzt und uns bedroht. Oh, Alter, was? Meine Mutter hat dann die Polizei eingeschaltet. Im Endeffekt ist sie jetzt ihren Job los und wurde von zu Hause rausgeschmissen. Merkt euch, Karma existiert. Karma existiert. Alter, ist es am Schwitzen oder am Weinen gerade? Ich weiblich 16 beichte, dass wir nicht in den Skiurlaub fahren konnten und mein Papa und ich jetzt Langeweile schieben. Deshalb fahren wir Grasski im Garten. Ja, ist doch cool. Grasski ist, mein Vater hat auch viel Grasski geraucht, Grasski gefahren. Aber ich wusste gar nicht, dass die Grasski so aussehen. Krass, sehen aus wie solche Antriebe von Panzern, so dieses Gedöns sieht so aus. Abfahrt. Macht ihr dann auch noch Abrisski? Übergeben dich, hau rein. Ich melde 16 beichte, dass ich den Online-Unterricht. Nein, kein Abrisski. Kein Abrisski, Corona. Verschlafen habe. Also wer um 10 Uhr auch Unterricht hat, also der ist sowas von verloren gerade. Jeden Tag um 15 Uhr aufstehen. Alles klar, Digga. Ich melde 16 beichte, dass ich eine größere Oberweite als meine Freundin habe. Sad life. Oh, Bro, nimm dich in Okay. Ladyboy. Da hat er sich gegönnt. Ich melde mich jetzt im Beichte, dass meine Eltern von deinen übersteuerten Videos aufgewacht sind. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Oh nein. Oh nein, jetzt kommt gleich eine Übersteuerung. Nein, gleich kommt's. Ich weiß doch jetzt schon. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn auch ihr etwas zum Beichten habt, dann schreibt mir bitte an diese E-Mail-Adresse eure Beichte. Zusätzlich benötigen Luca und ich noch die besten Ausreden fürs zu spät kommen. Das heißt, wenn ihr da noch eine parat habt, schickt uns einfach eine Mail. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement. Ah. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Da kommt was. Sehe ich aus wie 30? Richtig, ich sehe nicht aus wie 30. Hinterher bewusst geworden, wie das denn ausgeht. Geburtsdatum, ach, er hat Geburtsdatum geleakt. 88, er ist doch 30. Er ist 32 sogar. Okay, nee, was? Nee, was, kann ich rechnen? 42, was? Was? Ich kann nicht rechnen. Ah, 32, ja, lol. Oh, Mann. Oh, er ist 32, alles klar. Nice. Das fand ich auch gerade geil. Ich meine, ich finde die Endsketch am Ende war voll geil, oder Sascha? Ich finde es auch irgendwie voll cool wieder. Ich weiß nicht, ich feiere es gerade. Oh.